Jetzt habe ich ja jetzt hier noch so viel über, habe ich gerade überlegt, könnte ich ja noch so eine kleine Schale machen. Ich habe hier nur so Buche, Hainbuche, also hier Weißbuche-Reste. Und ja, die schmeiße ich jetzt da einfach rein, schütte das jetzt ein bisschen da drauf. Die Blasen sind jetzt hier soweit auch alle raus, sodass das dann auch blasenfrei werden könnte. Und muss ich jetzt nur noch was haben, was ich da draufsetzen kann, dass ich das dann auch drechseln kann. Ja, da habe ich auch noch was in meiner Kramkiste gefunden. Und damit werde ich das dann gleich beschweren. Ja, was soll schon schief gehen, ne? Ist eh über. Ja, passt doch. Passt doch komplett da rein. Und gucken, was wir da rauszaubern. Aber da könnte doch noch was rein. Irgendwie sowas. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Da lege ich jetzt einfach einen Hammer drauf. Jo, man kann das jetzt auch trocknen. Ja, ich sag mal, vielleicht war das nicht so eine gute Idee mit dem Hammer da drauf. Da ist so ein Hammerbeschwerer. Tja, und so wirklich abkriege ich das hier auch nicht. Ich habe das schon ausprobiert. Tja. Jetzt ist natürlich wieder Holland in Not. Ich sag mal, das wird. Ja, das geht ab hier. Ja, war doch eine gute Idee. Man muss nur ein bisschen kräftig ziehen, dann funktioniert das auch. Ja, nur das muss ich ja jetzt auch irgendwie wieder rauskriegen, ne? Was mache ich denn da? Das ist zu dick. Kann ich hier vielleicht mit dem Stechbeutel zwischen? Weil hier vorne hatte ich das schon mal ausprobiert, da funktionierte das, dass da Luft dran kam. Ja, das wird auch was. Das löst sich. Bin nur gespannt, wie ich das dann von unten vom Boden dann abkriege. Aber so, das funktioniert jetzt hier. Ja, das kommt jetzt da raus. Ja, so weit, so gut, ne? Das hat ja schon mal funktioniert. Wenn ich das Ding jetzt da drauf ballern. Aber da muss ich mal eben kurz hier noch mal ein bisschen die Sache bearbeiten. Ja, so wirklich richtig hart ist das da drin noch nicht. Ich schraube das jetzt da drauf erstmal fest. Oder soll ich das noch mal ein bisschen trocknen lassen? Also ich kann das hier auch noch eindrücken. Ist zwar so hart, aber wenn ich mit dem Fingernagel da reingehe, dann bekomme ich da noch Macken rein. Also. Kann natürlich auch sein, dass das hier an dem Glitterzeug liegt, dass das nicht richtig aushärtet. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das auf jeden Fall noch mal ein bisschen stehen. Spanne ich mal ein und dann fange ich einfach mal an zu drechseln. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, da habe ich jetzt meine kleine Schale fertig, mein kleines Experiment. Und ja, so sieht sie jetzt aus. Ich habe hier oben eine runde Kante dran gemacht. Und von innen, ja, von außen, hier ist gar kein Holz hingekommen. Ja, hier sind ein paar Hölzer dabei. Von unten der Rezess, leider passt mein Logo nicht da rein, weil der Boden, ja, ich sag mal, ja, vielleicht 3, 4 mm, könnten aber auch nur 2, 3 mm sein, dick ist. Ja, der Forstner Bohrer, die Spitze, die haut mir dann natürlich hier durch den Boden, kann ich da kein Logo reinmachen. Ja, aber wie gesagt, kleines, feines Projekt, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und ich denke mal, das wird auch nicht mein letztes Epoxy-Projekt sein. Eigentlich macht mir erst viel Spaß mit dem Epoxy. Allerdings ist das auch, ja, ich sag mal, nicht immer ganz so einfach. Aber ich werde besser. Von daher denke ich mal, wird es auch noch mal ein paar andere schöne Projekte geben mit Epoxy-Tarts. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.